Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Wie ihr merkt, ist heute alles etwas anders. Ich hocke daheim im Büro und wir sind nicht miteinander in der Gemeinde am Gottesdienst feiern. Aber wir haben trotzdem miteinander einen Gottesdienst haben. Und zwar hatten wir ja eigentlich am letzten Mittwoch den ersten Seminarabend vom René. Oder mit dem René. Und anstatt, dass wir den jetzt einfach wegfallen lassen oder irgendwie verschieben, haben wir gedacht, hey, wir wollen den heute am Sonntag als Gottesdienst nachholen. Darum ist der Gottesdienst heute per Video einfach der erste Seminarabend vom René. Ich wünsche euch ganz viel Freude und viel neue Erkenntnis mit dem, was er uns zu sagen hat und hoffe, ihr geniesst es. Ich tue noch beten zum Anfang. Danke, Vater, dass wir so viele Möglichkeiten haben, so miteinander Gottesdienst zu feiern. Und dass wir jetzt einfach dürfen, ja, den ersten Seminarabend nachholen. Ich bitte dich einfach darum, dass du uns etwas Neues aufzeigst, dem, was der René will sagen an dem Tag heute. Und ich bitte dich auch, dass du uns beschützt, behütest, vor allem dem, wo jetzt gerade um uns herum passiert, und dass du der bist, was führt und leitet und uns in guten Händen hat. Das bete ich in deinem heiligen Namen. Amen. Und jetzt viel Spass. Geistlich, emotional reifen. Das ist unser Hauptthema. Mit geistlich meine ich alles, was meine Beziehung zu Gott betrifft, also meinen Glauben. Mit emotional meine ich natürlich meine Gefühle, meinen Charakter, mich als Person, als Persönlichkeit. Geistlich, emotional, wenn die Dinge zusammenkommen. Und wenn es ums Reifen geht, wie hat denn die Beziehung, die ich zu Gott habe, die Gott mit mir hat, einen Einfluss auf meinen Charakter, auf meine Emotionen, dass das immer prägender wird und immer mehr mich zum Guten verändert? Das meint dieser Prozess von geistlich-emotional reifen. In einem ersten Video habe ich so meine persönliche Reise mit diesem Thema beschrieben und auch begründet, warum es für jeden Christen entscheidend ist, dass er geistlich-emotional reifer wird und in einem Lernprozess ist, einem Wachstumsprozess. In einem zweiten Video habe ich die Symptome eines ungesunden, eines emotional ungesunden Glaubens beschrieben. Skizziert vielleicht viel mehr. Und jetzt in diesem dritten Video geht es um unsere Herkunftsfamilien bestimmen unseren Alltag mit. Prägungen sind nachhaltiger als Überzeugungen. Wie lernen wir eigentlich das Leben? Das geschieht in unseren Herkunftsfamilien, da wo wir hineingeboren wurden und aufgewachsen sind. Eltern leben ihren Kindern vor, wie das Leben geht. Also, wie man sich ernährt, wie man Ja sagt, wie man Nein sagt, wie man sich benimmt, wie man wütig ist, wie man mit gemischten Gefühlen leben kann, mit seinen Kräften haushaltet. Man lernt von den Eltern alles, was mit Beziehungen zu tun hat, wie man liebt, wie man aufeinander Acht gibt, wie man eine Beziehung gestaltet, wie man sie schützt, wie man mit Autorität umgeht, wie man sich abgrenzt gegen Autorität, wie man vielleicht selber Autorität ausübt, wie man einsichtig ist, wie man seine Meinung ändert, wie man Konflikte bewältigt. Ja, auch das Schwierige, wie man mit Schwierigen umgeht, das lernen Kinder von ihren Eltern. Und vieles geschieht eben sehr unbewusst. Es passiert einfach, es entsteht eine Prägung. Wie macht man das, wenn man keine Lust zu nichts hat? Wenn man Rückschläge hinnehmen muss, Fehler eingestehen, wie kann man das mit Enttäuschungen umgehen, mit Grenzen leben? Wie kann man scheitern und trotzdem weiterleben? Und so die Werte, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, das übernimmt man automatisch auch von den Eltern. Verantwortung, wie geht man damit um, wie nimmt man sie wahr, wie bleibt man lernfähig, dass man sich von anderen etwas sagen lässt. Man lernt von den Eltern, wie man sich um Gerechtigkeit kümmert, was erstrebenswert ist, wie man Anerkennung ausdrückt, wie man Erfolge feiert. Also man könnte jetzt noch viel mehr aufzählen,
Das lernt man von den Eltern so ganz automatisch, by the way, ohne sich das immer bewusst zu sein. Und was man so in den ersten Lebensjahren eben so mitkriegt, das ist dann eine Prägung, die mitgeht, die unser ganzes Leben mit uns geht. Und natürlich denken wir in verschiedenen Phasen unseres Lebens durchaus unterschiedlich zu diesen über diese Prägungen und was Eltern gemacht und uns gelehrt und eingeprägt haben. Als Kleinkind sind die Eltern quasi Gott. Sie sind alles, absolute Autorität. Und selbst wenn man dann einen eigenen Willen entwickelt und so in die ersten Trotzphasen kommt, ja, als Kind denkt man ja dann gar nicht darüber nach. Man ist dann trotzdem noch voll von ihnen abhängig. Als kleines Kind, da will man sein wie Vater, will man sein wie Mutter, man will dürfen, was der Vater darf und die Mutter darf. Da entsteht dann so vielleicht, die Eltern sind Vorbild, da will man auch hin, man will auch so, wie die Erwachsenen können. Und in der Teenagerphase löst sich das dann durchaus etwas ab durch eine kritischere Haltung. Man denkt vielleicht, ja, die Eltern sind irgendwie, die verstehen das Leben nicht, die sind stur, die checken nicht, wie es läuft, sind hinter dem Mond und für viele Teenager sind die Eltern in der Öffentlichkeit oft sehr peinlich, weil die einfach nicht verstehen, wie das Leben tickt. Und wenn man dann als Jugendlicher außer Haus ist, realisiert man plötzlich, da war doch mehr und man hat doch profitiert und fängt man an zu schätzen, was man mit ihnen erlebt hat, was man gelernt hat bei den Eltern und wendet es selber an. Also dann steigt die Wertschätzung gegenüber dem, was die Eltern gemacht haben, wieder. Und später, wenn man erwachsen ist, Verantwortung hat und so, mit einiger Distanz denkt man hier und da, wie haben unsere Eltern das nur geschafft, all die Dinge zu bewältigen, die sie zu bewältigen hatten, vielleicht mit viel weniger Möglichkeiten und Erfahrung und Wissen und Bildung, als wir das heute tun. Und dann kommt vielleicht auch die Phase, wo die Eltern nicht mehr da sind und man sich hin und wieder fragt oder denkt, es wäre schön, ich könnte sie noch mal fragen, wie das denn möglich war und wie sie das gemacht haben. Ja, selbst wenn die Eltern nicht mehr da sind, nicht mehr leben, die Prägung, die wir durch die gemeinsamen Erfahrungen mit ihnen mitbekommen haben ins Leben, die sind immer noch da. Und zwar immer. Prägungen sind nachhaltiger als Überzeugungen. Das will sagen, sie sind dominanter, wenn es darauf ankommt in unserem Leben, als das, was wir so als Überzeugungen formulieren. Und immer wenn wir unter Druck kommen, wenn wir in Stress kommen, dann wird das deutlicher. Dann verhalten wir uns eher so und immer mehr so, je stärker der Druck ist, wie wir geprägt sind, was so an Mustern eben angelegt ist in uns. Und das ist auch so, wenn wir vielleicht schon ein paar Mal gesagt haben, ich will nicht so werden wie mein Vater oder nicht so wie meine Mutter, die Prägung, die wird dann durchschlagen. Unter Druck sind wir tatsächlich am authentischsten. Das heißt, dann kommt das, was in uns ist, ganz tief in uns, zum Vorschein. Wenn Druck da ist, wenn Stress, wenn wir im Stress sind, wenn es richtig heiß zu und her geht. Also, je stärker der Druck und der Stress, desto weniger kommen unsere Überzeugungen zum Tragen und wird unsere Prägung offensichtlich. Ja, es kann sogar sein, dass sich durch diese Prägung auch über Generationen so etwas wie ein Familienmuster entwickelt. Das ist vielleicht nicht so leicht zu erkennen, aber es gibt es tatsächlich. Und wenn wir zum Beispiel im Alten Testament in der Bibel schauen, werden uns Personen, Generationen beschrieben, wie sie gelebt haben, was sie wie gemacht haben. Und dann kann man sehen, dass sich solche Muster auch da, also schon seit Jahrtausenden, da entwickelt haben und über Generationen ihre Auswirkungen haben. Ich zeige das mal am den Beispielen von Abraham und von Isaac, von Jakob und seinen Söhnen. Das sind jetzt mindestens 4 Generationen über eine sehr lange Zeit. Und da sind gewisse Muster erkennbar. Es ist ja schön, dass die Bibel eben so ehrlich und so schonungslos auch Dinge benennt und Dinge beschreibt, die wir, wenn wir die Personen gewesen wären, nicht so gerne in der Öffentlichkeit gehabt hätten.
Aber gut ist es so, man kann viel davon lernen. Es sind eigentlich so vier Linien, vier Muster, die sich durch diese Generationen abbilden. Zum einen zu lügen und zu täuschen, wenn man Lösungen braucht, wenn es gefährlich wird, wenn man unter Druck kommt. Das haben alle gemacht. Abraham hat gelogen, dass seine Frau ist, als er Angst hatte. Er hat sie als Schwester ausgegeben. Bei Isaac, ja, da war die Rebekka und hat zusammen mit Jakob den Isaac getäuscht. Da wurde gelogen, getäuscht. Jakob, das war schon fast eine rote Linie in seinem Leben, dass er oft gelogen und getäuscht hat, und bei seinen Söhnen ging das weiter. Also die haben zum Beispiel ja den Josef, den Tod von Josef vorgetäuscht und diese Lüge über viele Jahre aufrechterhalten. Und selbst als Jakob gestorben war, haben die Brüder von Josef nochmal gelogen, was der Vater gesagt haben soll vor seinem Tod, um den Josef irgendwie im Zaum zu halten und mit ihrer Angst umzugehen. Das hat sich also massiv durchgezogen durch all diese Generationen. Oder dass man Lieblingskinder hatte und die bevorzugte mit all dem, was dann dazukommt, mit dem Neid, den Intrigen, die dadurch entstanden sind. Oder dass Kontakte abgebrochen wurden. Zum Beispiel der Jakob, der Esau, die haben über ganz viele Jahre einen totalen Kontaktabbruch gehabt. Oder die mangelnde Intimität in der Ehe, dass man zwar verheiratet war, aber es waren nicht wirklich Vertrauensverhältnisse. Jetzt gerade bei Isaac und Rebekka war es offensichtlich, dass das keine Vertrauensbeziehung war, auch wenn alles schön und auch sehr romantisch angefangen hat. So, also das ist so ein Muster, das sich durch diese Beziehungen durchzieht. Prägungen sind nachhaltiger als Überzeugungen. Man kann viel Gutes sagen, viel Gutes reden, aber es heißt nicht, dass dann das zum Durchbruch kommt, sondern dass sich eben diese Prägung zeigt. Kann man Prägung verändern? Geht das überhaupt? Man kann Prägung nicht löschen. Das geht nicht. Prägung wird immer da bleiben. Man kann aber bewusst damit umgehen und sie ins Leben, in die eigene Entwicklung integrieren. Das ist ein Weg, gut damit umzugehen und nicht einfach zu sagen, ich bin Opfer meiner Prägung, habe halt schlechte Voraussetzungen gehabt, die Eltern waren schuld, die Umstände und überhaupt Generationen, das hat sich alles so durchgezogen. Nein, man kann viel, wenn man sich bewusst damit beschäftigt und versteht, kann man sie ins eigene Leben und die eigene Entwicklung integrieren. Ein wichtiger Schritt dazu ist, dass man sich einmal bewusst macht, welche Botschaften fürs Leben sind denn mit uns gegangen, persönlich. Welche Botschaften habe ich mitbekommen aus meiner Herkunftsfamilie, was mich vielleicht eben heute noch prägt. Und da wäre es gut zu überlegen, welche Botschaften hat der Vater mir mitgegeben, mit seinem Vorbild, vielleicht dem, was er gesagt hat. Die können sehr, sehr positiv sein, die können auch sehr schwierig sein. Also da können vielleicht Ermutigungen, Anerkennung dabei gewesen sein, dass man gelobt wurde, dass einem Vertrauen geschenkt wurde, aber auch, dass vielleicht der Vater oder die Bezugsperson, wenn man nicht beim eigenen Vater aufgewachsen ist, gesagt hat, aus dir wird nichts, oder du lernst das nicht, oder du begreifst das nicht. Das hat alles seine Auswirkungen. Was hat der Vater mir für Botschaften mitgegeben ins Leben? Dasselbe bei der Mutter oder bei der weiblichen Bezugsperson. Und dann noch gab es Katastrophen in der eigenen Familie. Also Katastrophen im Sinne von Erfahrungen, die Atmosphäre, die das Leben der Familie geprägt haben. Vielleicht der Tod eines Familienmitgliedes, der Selbstmord, eine Scheidung oder andere Dinge, Krankheit. Was gab es für Katastrophen in unserer Herkunftsfamilie, die wesentlich geprägt haben, die ein großes Thema war, vielleicht über lange Zeit? Vielleicht auch eine Katastrophe, die ein Tabu mitgegangen ist. Und dann, dass diese Botschaften, die so ins Leben hineingekommen sind, zu überlegen, was gibt das denn für eine,
für eine Gesamtbotschaft. Wenn man das zusammenzählt, zusammenstellt, was sind denn so die Kernaussagen, die so in mein Leben hineingekommen sind und mit mir gehen bis heute und auch morgen noch? Entscheidend ist, dass man nicht überlegt, was wollte der Vater mir mitgeben oder was wollte die Mutter bewusst mir mitgeben, sondern das, was subjektiv bei mir angekommen ist, das ist entscheidend. Ich muss mit der subjektiven, mit der Wirklichkeit umgehen, die ich fühle, die ich denke, wie es war und nicht, was objektiv die Absicht war. Das ist ganz entscheidend. Das ist eigentlich immer so. Wir müssen mit dem im Leben umgehen, wie wir es erleben, wie wir drinstehen eben. Ich mache mal jetzt, sage euch drei Beispiele. Es sind eigentlich so die drei Hauptbotschaften, die ich meine, ins Leben mitbekommen zu haben, mit denen ich innerlich lebe. Und ihr merkt bald, das ist nicht eine total einfach alles schwierig oder so, aber es war prägend. Meine drei Gesamtbotschaften, die ich mitbekommen habe. Die erste ist, Dienstbereitschaft ist das Wichtigste. Also nicht für sich selber schauen, sondern wenn jemand Hilfe braucht, dann wird es getan, dann werden die persönlichen Ansprüche und Wünsche zurückgestellt. In mir hat das so eine Wirkung, dass ich zum Beispiel ich kann schlecht Nein sagen, wenn ich etwas könnte. Also wenn ich zum Beispiel die Zeit habe oder eine Begabung, die Möglichkeit habe, irgendetwas, einen Dienst zu tun, dann kann ich schlecht Nein sagen. Wenn etwas überhaupt nicht möglich ist, weil ich keine Zeit habe, eine andere Verpflichtung, kann ich problemlos Nein sagen. Aber so in Freiheit Nein zu sagen, das fällt mir schwer. Die zweite Botschaft ist, selbstlos sein ist besser als Eigennutz. Selbstlos sein ist besser als Eigennutz. Das hat in mir so die Wirkung, ich kann nichts für mich selber einfordern, wenn es nicht auch anderen zusteht. Also ich könnte zum Beispiel nicht für mich um irgendwelche Privilegien kämpfen, sondern würde da zurückstehen und es nicht wollen, wenn nicht das auch allen anderen zusteht. Und dann sind es ja keine Privilegien mehr. Für andere kämpfen, das kann ich schon, aber nicht für mich selber. Und die dritte Botschaft, lauf innerhalb der Regeln. Es gibt, und die Wirkung in mir ist so, ich orientiere mich ganz stark an Werten, ich orientiere mich an Prinzipien, bin sehr gewissenhaft geprägt. Ich kann nicht alles erklären, woher das kommt und so. Aber das sind so drei Grundbotschaften, wo ich denke, die haben jetzt für mein Leben eine prägende Bedeutung, mit denen gehe ich weiter. Eure Botschaften, die sind vielleicht ganz, ganz anders. Es ist wichtig, sie zu erkennen, zu identifizieren. Und dann kommen weitere Schritte. Es geht darum, das zu akzeptieren, dass es so ist. Und nicht zu denken, ich hätte, oder zu sagen, ich wünschte mir, es wäre anders, sondern zu sagen, ja, das ist die Botschaft, die Prägung, die ich mitbekommen habe. Und darin liegt ein Schatz. Da liegt viel Wertvolles drin. Aber es liegt bestimmt auch Ungutes drin, also Dinge, die einen belasten oder es einem da und dort auch schwierig machen. Beides ist zu akzeptieren und anzunehmen. Was man nicht akzeptiert, mit dem kann man schlecht verantwortlich umgehen. Dann ist es immer irgendwo eine Bedrohung. Und dann sich bewusst zu sein, unsere Prägung, meine Prägung, das ist die Ausgangslage für meine Lebensgestaltung. Aus dem heraus gestalte ich mein Leben. Ich muss mir das bewusst sein, ich muss es verstehen. Wenn mir das gelingt, dann entscheidet das ganz vieles in meinem Leben. Und ich kann eigentlich Schritte gehen, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, wenn ich eben verstehe, was da genau für eine Prägung ist. Aber Achtung, wer seine Prägung versteht und wer sie akzeptiert, der hat erst eine Erklärung für das, wie sein Leben funktioniert oder nicht funktioniert. Er hat keine Entschuldigung. Ich kann also nicht sagen, das ist meine Prägung, deshalb bin ich einfach so, ich muss mich so akzeptieren, alle so, wie ich jetzt halt bin, sondern es ist eher eine Erklärung für das, wie ich bin und wie ich mich verhalte und keine Entschuldigung. Und es ist nicht schlecht, wenn man das Ganze
Wenn man das versteht, wie man geprägt ist, wenn man am Lernen, am Umlernen ist, dass man das auch mit einer guten Prise Humor macht und hinnimmt und vorwärts stolpert, Versuche macht, Dinge anders zu machen und es nicht so todernst nimmt. Wenn man alle Dinge, die mit Prägung zu tun haben, so todernst nimmt, dann hat man es wirklich schwer im Leben. Ist nicht nötig. Wir dürfen Lernende sein. Es braucht, und das ist meine tiefe Überzeugung, es braucht einen Durchbruch in unserem persönlichen Leben. Einen Durchbruch zu einem Wachstumsprozess, einem Prozess des geistlich-emotional Reifens. Es braucht man muss sich nicht trennen von der Prägung. Man muss die eigene Vergangenheit nicht abschütteln, weil Prägung ist untötbar. Also selbst wenn man die radikalste Form wählen würde, dass man sich eben völlig abtrennt von der Kontaktabbruch mit der eigenen Familie, selbst wenn jemand schippt, es ist nicht, die Prägung ist untötbar, die geht nicht weg. Und weil die prägendsten Personen in meinem Leben Spuren hinterlassen haben, gute, vielleicht auch problematische, macht es Sinn, dass ich mir das bewusst anschaue, dass ich es verstehe und dass ich dann Schritte gehe, die es ermöglichen, dass ich zufrieden und ganz in der Gegenwart, im Jetzt, im Moment leben kann und lieben kann. Reife bedeutet, dass ich in entscheidenden Momenten fähig bin zu lieben und nicht nur mit mir selber beschäftigt bin. Und weil du und ich, weil ihr alle und ich, weil wir auch wieder prägende Spuren hinterlassen im Leben anderer Menschen, ist es so entscheidend, dass wir da genau hinschauen und uns auf den Weg machen, dass es zu einem Start, einem Durchbruch kommt und dass wir dranbleiben, geistlich, emotional zu reifen. Danke vielmals, René, für deine Worte und für das, was du uns weitergibst in dem ersten Teil von dem Seminarabend. Wir hoffen, dass wir René das nächste Mal bei uns in der Gemeinde haben. Wir gehen im Moment schwer davon aus. Genau, und ich würde einfach nur noch zwei, drei Sachen jetzt zum Abschluss sagen. So wie es im Moment aussieht, werden wir mit allen Mitteln, die wir irgendwie haben, probieren, nächste Woche etwas live können zu machen. Live heisst vielleicht auch mit Livestream, wo wirklich am Sonntagmorgen auch ist, dass wir als Gemeinde wieder können miteinander Gottesdienst feiern können und das wirklich auch zu dieser Zeit machen, wo eigentlich der Gottesdienst ist. Auch wenn wir vielleicht keine Leute für die Gemeinde haben. Das kommt alles noch aus in den nächsten Tagen. Darum kann ich ehrlich gesagt auch gar noch nicht viel mehr dazu sagen. Wir werden euch sicher weiter informieren. Was ich euch aber schon mal darf sagen und kann sagen ist, wir werden uns alle Mühe geben, um irgendetwas zu machen, das live ist. Genau. Wir freuen uns dann auf den ersten Gottesdienst von dieser neuen Serie, die dann vom TGA gestaltet wird, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Und der erste Teil dann an dem Sonntag heisst, ich übernehme Verantwortung für meine Prägungen. Und mit dem sind wir am Ende von dem Gottesdienst heute, von dem ein bisschen anderen Gottesdienst mal, wieder ein bisschen zurückgeworfen in Frühling und wir hoffen, dass wir nicht zu lang zurückgeworfen sind in die Zeit vom Frühling. Und ich möchte euch einfach noch zum Schluss das Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und mit dem wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Oder einen schönen Montag und eine gute Woche. Tschüss miteinander.